Ich kann dir jetzt schon mal versprechen, dass du nach diesem Video eine ganz andere Sicht auf Jurassic Park 3 haben wirst. Und wahrscheinlich sogar eine positivere. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jurassic Park 3 rühmt sich ja nicht gerade mit einem dichten und runden Storytelling. Immer wieder ploppen einzelne Fragen auf, wie zum Beispiel, was zum Teufel ist mit dem Boot passiert oder warum jagt der Spinosaurus eigentlich permanent die Menschen? Ich meine, er killt den Tyrannosaurus Rex und hätte damit Futter für wahrscheinlich eine ganze Woche, trotzdem jagt er aber die kleinen Menschen. Oder aber auch das hier. Ich meine, wie wurde Cooper denn so verletzt? Das sind so Momente, die uns als Zuschauer einfach so vor die Augen geschossen werden und wir müssen das so hinnehmen und können unsere Fantasie freien Lauf lassen. Tatsächlich gibt es aber eine Antwort auf zwei dieser drei Fragen. Und die gehören sogar auch noch zusammen und machen den Film wesentlich verständlicher und wesentlich runder. Warum die Stelle aus dem Skript rausgeschnitten wurde, ich weiß es wirklich nicht. Und es handelt sich hierbei um einen essentiellen Teil der eigentlichen Story. Immer wieder höre ich den Kritikpunkt aufflackern, der Spinosaurus verhält sich hier sehr seltsam, mehr wie ein Monster. Er jagt gezielt den Menschen hinterher, obwohl er doch eigentlich den Tyrannosaurus Rex erledigt hat und damit Nahrung für eine ganze Woche gehabt hätte. Selbst als die Menschen dann sein Territorium verlassen, jagt er ihnen weiter hinterher. Und es fühlt sich schon fast so an, als wäre der Spinosaurus auf einem Art Rachetrip. Und tatsächlich ist das auch der Fall. Die Szene, die ich euch jetzt beschreibe, ist offiziell Lore. Also das ist so passiert. Wir haben es nur im Film nicht gesehen, weil sich dazu entschieden wurde, die Szene nicht mit einzubauen. Zu dem Grund komme ich gleich noch. Ich erkläre dir jetzt erstmal das Verhalten des Spinosaurus. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Film sehen wir ja, wie Dr. Alan Grant zusammen mit der ganzen Gruppe, die ihn entführt hat, auf Isla Sorna landet. Daraufhin patrouillieren dann die drei Söldner am Rande des Dschungels, um eben Sicherheitsposten zu beziehen. Einer davon ist Cooper, den wir auch kurz danach wiedersehen, wie er schreiend aus dem Wald herausrennt und komischerweise am Arm verletzt ist. Und man fragt sich dann doch, wie ist denn das jetzt passiert? Ist er am Baum hängen geblieben oder hat der Spinosaurus ihn nur kurz gekratzt? Das ist alles sehr seltsam und passt irgendwie nicht zusammen. Das, was wir nicht gesehen haben, ist ein essentieller Teil dieser Geschichte. Und zwar gab es auf der Insel zwei Spinosaurier. Ich bin jetzt auf ein Interview gestoßen von einem der Produzenten zu Jurassic Park 3. In diesem Interview wird darüber gesprochen, dass ursprünglich, noch bevor überhaupt das Drehbuch fertig war, also in einem Rohskript, also ein Skript noch in der Alpha-Phase, bevor wirklich irgendetwas großartig geplant wurde. In dem Interview, was ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt habe und euch hier auch mal einen ganz kurzen Ausschnitt davon zeigen werde, geht es nämlich um Folgendes. I do remember sort of volunteering the idea that, hey, maybe this one of the Mercs kills a baby Spinosaurus, and that's what pisses off the parent Spinosaurus, and that's why it pursues them through the whole story. Im Urskript sollten wir nämlich eigentlich sehen, wie Cooper auf dem Weg in den Dschungel plötzlich ein Nest findet. In diesem Nest befindet sich ein kleiner Spinosaurus. Warum der Spinosaurus Cooper angreift, wird in dem Interview zwar nicht genauer erläutert, aber da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gründe dafür, dass Cooper eventuell in das Nest des Spinosaurus reingelaufen ist und er deswegen angegriffen wurde. Der Baby-Spinosaurus greift also Cooper an und verletzt ihn schwer am Arm. Das ist die Verletzung, die wir auch später im Film sehen. Daraufhin tötet Cooper den Spinosaurus. Auch im Film hören wir dann nämlich auch später Schüsse und plötzlich ein gewaltiges Schreien von einem Spinosaurus. Cooper tötet also den kleinen Spinosaurus und der Große bekommt das aber mit. Aus diesem Grund rennt Cooper auch aus dem Wald heraus und schreit. Cooper flüchtet also aus dem Dschungel heraus, die anderen beiden sind ja schon lange vor ihm geflüchtet und der Spinosaurus macht Jagd auf ihn. Zuerst nur gezielt auf Cooper. Als er ihn dann aber packt, fliegt das Flugzeug gegen die Rückenplatte des Spinosaurus und später im Film sehen wir auch, dass der Spino sich das Flugzeug anschaut. Also der Kopf geht erst am Flugzeug hoch und der Spinosaurus schaut mit dem Auge erstmal ins Cockpit rein und merkt dann daraufhin, aha, da sind noch mehr von diesen Leuten. Aus diesem Grund beginnt der Spinosaurus quasi einen Rachefeldzug zu machen. Er will die Menschen wirklich töten. Das ist die ursprüngliche Geschichte von Jurassic Park 3 und ich verstehe nicht, wie man diesen Aspekt einfach nicht in den Film reinsetzen konnte. Das ist doch essentiell. Ich meine, wir sehen ja, dass der Spinosaurus auf Rache aus ist. Wir verstehen es eben einfach nicht, weil wir nicht sehen, weshalb. In dem Interview wird außerdem dann noch darauf eingegangen, warum die Szene aus dem Skript gestrichen wurde. Und da habe ich mich wirklich gefragt,
Man muss sich überlegen, dass Jurassic Park 3 der kürzeste Film der gesamten Jurassic-Reihe ist. Die Aussage des Produzenten ist gewesen, wir haben die Szene aus dem Urskript gestrichen, weil wir nicht wollten, dass der Film zu lang wird. Als ich das gehört habe, war ich so ein bisschen fassungslos gewesen, weil es tatsächlich wesentliche Aspekte des Films einfach besser erklärt. Ich meine, es räumt sogar mit zwei der essentiellsten Fragezeichen, die wir auf dem Kopf haben, wenn wir diesen Film gucken, einfach mal auf. Fakt ist also, Cooper wurde verletzt, weil er von einem kleinen Spinosaurus angegriffen wurde und der große Spinosaurus jagt die Menschen wirklich über die Insel, weil er sich eben dafür rächen will, dass sie oder zumindest dass die Spezies Mensch den kleinen Spinosaurus umgebracht haben. Das ist so der Grundplot, deswegen passiert das alles im Film und ich verstehe nicht, warum man sich dafür entschieden hat, das einfach mal rauszulassen. Ich weiß, das war jetzt ein sehr kurzes Infovideo, aber ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, wenn man sowas weiß. Ich wollte einfach mal darüber quatschen und bin jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Hätte das den Film nicht wesentlich runder gemacht? Das ist zumindest meine Meinung. Schreibt mir eure eben in die Kommentare unten rein. Und damit bin ich jetzt auch schon raus mit dem Video und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.